wunderschönen guten Morgen hier am Flughafen Düsseldorf. Geht's Ihnen gut? Das sieht doch hervorragend aus. Mein Name ist Christian Keller. Ich darf Sie bereits zum dritten Mal durch unseren Erlebnis-Sonntag-Tanz-Terminal-Tanz führen. Haben sich eigentlich einige von Ihnen auf den Videos wiedererkannt? Vielleicht, ja. Also wir haben ja auch heute wiederum Videoaufzeichnungen. Und wer heute mit einer Person da ist, mit der nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden möchte, der möge doch schon mal die Plätze tauschen. Ja, nicht, dass es auf einmal zu Hause Ärger gibt, wenn man hier am Flughafen Düsseldorf diesen Erlebnissonntag genießt und auf einmal das böse Erwachen kommt. Ja, wir haben heute, wie Sie wissen, Tanzterminal Tanz als Erlebnissonntag. Die Eventsonntage haben sich natürlich bei vielen von Ihnen schon im Gedächtnis festgesetzt. Wir haben heute Stars hier auf dem Parkett. Hat jemand die Finalstaffel Let's Dance gesehen? Einmal Finger nach oben. Ja, also es gibt doch drei Leute, die das nicht gesehen haben. Und wer heute unsere Stars noch nicht kennt, der wird sie heute kennenlernen. Denn wir haben natürlich wiederum zwei aus der Let's Dance Jury hier, die tatsächlich auch uns zu Tränen gerührt haben, harte Urteile tatsächlich zu den Tanzpaaren uns gegeben haben mit Joachim Lambi, Mozzi Mabuse. Wir haben auch tatsächlich Stars, Massimo Sinato, der dieses Jahr mit Larissa Marold ja getanzt hat, wird heute mit seiner Verlobten Rebecca Mir zusammen tanzen. Wir haben Lilly Becker hier mit Erich Klann und all das haben wir hier in dem Programmheft. Gibt es von Ihnen welche, die dieses Programmheft noch nicht haben? Auch mal Hand hoch. Ja, ich habe nämlich gleich nicht nur, dass ich die Moderation heute alleine machen werde, weil ich bin ja nicht unbedingt der Tanzpapst hier auf dem Parkett, sondern ich bin ja nur derjenige, der Allgemeinwissen hat. Und der Gott des Tanzes, nämlich der Tanzsportverbandspräsident Nordrhein-Westfalens, kommt gleich zu mir auf die Bühne. Aber bevor er natürlich zu mir kommt, habe ich einige wichtige Informationen für Sie noch organisatorisch. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt hier den Programmflyer. Und in diesem Programmflyer steht das ganze Programm des Tages mit natürlich drin, aber auch ein Gewinnspiel, was wir für Sie extra heute aufgelegt haben, nämlich das Gewinnspiel der Airport Rallye. Wir haben heute um 16.25 Uhr die Verlosung. Es gibt wirklich tolle Preise zu gewinnen. Das Einzige, was Sie tun müssten, wäre eben den Flughafen Düsseldorf erkunden, vor allen Dingen auch die Airport-Arkaden, die ja 365 Tage im Jahr für Sie geöffnet sind, auch Ostern und Weihnachten. Drei Fragen beantworten und um 16.25 Uhr haben wir dann hier die Verlosung. Ein tolles Programm wartet auf Sie. Und ich finde das immer sehr interessant, die Erlebnissonntage oder auch Eventsonntage, ja auch der Familiensonntag oder auch der Exklusivsonntag unter Enjoy the Airport, ist tatsächlich dieses Tanzevent immer das Event, was alle uns begeistert. Und wenn ich sonst sonntags, den ersten Sonntag im Monat, anfange zu moderieren, sind vielleicht eine Handvoll Leute da, je nachdem, mit welchem Programm wir starten. Und über den Tag verteilt kommen dann zwischen 15.000 und 20.000 Menschen. Aber das, was sich heute hier wieder abgespielt hat, ist tatsächlich der Wahnsinn. Wir haben ja letztes Jahr erlebt, dass Leute hier waren, die noch nicht mal zur Toilette gegangen sind, weil sie ihren Platz nicht aufgeben wollten, weil tatsächlich 100 andere im Rücken standen und wollten auch diesen, vielleicht sogar den ersten Reihe Platz hier vorne haben. Also, dann noch die Information, ist jemand mit dem Auto gekommen heute? Ja, jemand mit dem Auto gekommen, denn wir haben heute auch ein besonderes Park-Special unter dem Gesichtspunkt, dass Sie heute für 5 Euro können Sie heute bei diesem Park-Special von 10 bis 20 Uhr das Parkhaus bei uns benutzen. Allerdings nicht die Kurzzeitparkplätze. Das Einzige, was Sie tun müssten, ist Ihr Einfahrticket gegen das Ausfahrticket am Event-Infopoint tauschen. Einfahrticket gegen Ausfahrticket für 5 Euro. Am Event-Infopoint, der ist im Bereich B, Nähe Café Ritazza. Da spielt sich alles Wichtige eben ab, auch die Registrierung für die Flughafenrundfahrten und auch die Einwurf-Teilnahmebox für das Gewinnspiel der Airport Rallye. Dann haben wir auch immer an diesen Erlebnissonntagen, ich weiß ja nicht, ist jemand dabei, der heute mal eine Reise buchen möchte? Plant jemand eine Reise eventuell zu buchen? Sie. Also, wunderbar. Ich spreche das mal in die Kamera hier rein. Wir haben das größte Reisebüro Deutschlands hier auf der Ebene E2, E3. Dort warten über 60 Reisebüros mit über 200 kundenfreundlichen Mitarbeitern und Sie können heute bei dem Gewinnspiel Sie buchen, wir zahlen mit Ihrer Reisebestätigung, die Sie auch am Event-Infopoint abgeben können in die Gewinnbox, das Gewinnspiel Sie buchen, wir zahlen, dass wir Ihre Reise schenken. Egal, ob Sie eine Schiffsreise machen wollen, Städtereise, Luxusreise, Sie buchen, wir zahlen heute die Chance am
Erlebnissonntag, dass wir ihre Reise bezahlen. So, das war's erstmal von mir. Und meine Damen und Herren, es gibt eben Menschen und Künstler, wie Sie wissen, da ist der Applaus auch das Einkommen und des Künstlers Brot ist der Applaus. Er ist der Mann, warum hier dieses Parkett verlegt worden ist, der Mann, warum dieses Tanzevent zum 5. Mal hier am Flughafen stattfindet. 8 Mal gab es ja bereits Let's Dance und ist der Mann, der in Nordrhein-Westfalen die Geschicke des Tanzsportverbandes bündelt. Ein Riesenapplaus für mein großes Idol, Vorbild, den Präsidenten des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen und Turnierdirektor Norbert Jung. Ups, wir müssen ein bisschen von den Lautsprechern weggehen. Sag mal, vielleicht mal vorab, ich versuche ja immer so ein bisschen mich deinem Stil anzunähern. Ich habe mir heute extra einen schönen Anzug machen lassen. Perfekt. Ich weiß, es sieht eigentlich gut aus, mein neuer Anzug. Ja, gefällt dir Ihnen? Ja, wunderbar. Heute ohne Krawatte. Wir sind aber dankbar, dass du hier bist, weil du hattest eine Operation, ne? Ja, nicht weiter tragisch. Ich habe das nur ein bisschen vertuscht mit dem Schal, also nichts Schlimmes. Sie brauchen sich nicht aufregen, ich rege mich auch nicht auf. Ich bin da. Wenn man auf die 50 zugeht, Norbert, danke, dann kommen mal so ein paar Wehwehchen. Ja. So, heute haben wir natürlich auch für alle, die hier mitschauen wollen, was fürs Auge. Aber wir haben auch hier viele Mitmachtänze insgesamt. Da werden wir gleich Roman Frieling, Horst Bartsch noch dazu interviewen. Warum ist es denn für viele, die zuschauen, mal interessant und wichtig, selber mal das Tanzbein zu schwingen? Ja, einfach das Gefühl zu kriegen, dass Tanzen wirklich Lebensfreude ist. Das können Sie dann heute hier mit Sicherheit erleben. Und hinterher landen Sie dann in der Tanzschule. So hat auch bei uns in dieser Tanzfamilie alles angefangen. Ganz harmlos. Und es endet dann am Flughafen auf dem Parkett. Sag mal, ich hatte es gerade schon gesagt, zum 5. Mal Tanzterminal Tanz hier am Flughafen Düsseldorf. Wir sind sehr dankbar, auch dir gegenüber, dass das zum 5. Mal stattfindet. Was ist das Jubiläum? Was bedeutet das für dich heute? Ja, für mich ist das also irgendwie ganz was Besonderes, denn 5-mal diesen Event hier schon durchzuführen und vor allen Dingen 5-mal dieses riesige Zuschauerinteresse, was wir haben, das freut uns natürlich als Tanzsportler. Und das sieht ja heute auch schon wieder perfekt aus. Sie sind ja schon, wann sind Sie eigentlich aufgestanden heute Morgen? Wahrscheinlich um 4 Uhr losgefahren oder sowas. Oder gar nicht geschlafen. Oder so. Sag mal, wie fiel eigentlich alles an, dass man damals überlegt hatte, hier dieses Tanzevent dann am Flughafen Düsseldorf stattfinden zu lassen? Die Überlegungen waren, hier am Flughafen eben so Events zu gestalten. Da ist man auf uns zugekommen. Wir sind dann gleich aktiv geworden, glaube ich, und haben dann versucht, diese Dinge mit zu gestalten. Und ich sage mal, einer der Höhepunkte, das darf ich jetzt sagen an der Stelle, ist ja auch das Tanzturnier, was wir heute erleben dürfen. Durch dieses Tanzturnier darf ich Sie führen. Es geht um den Düsseldorf Flughafen Cup 2014. Wir haben eingeladen wieder die besten Paare, die es gibt in Nordrhein-Westfalen. Da hinten sehe ich schon Tänzer rumstehen. Überall stehen hier Tänzer. Es wird sicherlich sehr spannend und das sind die Paare, die alle, ich sag mal, im Leistungskader sind in Nordrhein-Westfalen und damit Top-Leute sind. Und